Ich glaube, der Spieler wird wahrscheinlich durch Katapulte. Oh, Militärgebäude endlich besetzt. Sehr schön. Können wir jetzt eine Festung hinbauen. Dann kommen wir hier weiter und dann können wir uns auch das Gold. Hoffentlich schnappen. Ich glaube, da kann ich den Weg jetzt hier auch abreißen. Wenn da jetzt eh nichts mehr ist. So, okay, der war fertig. Was machen die denn mit dem, mit dem Getreide? Ist das irgendwie nochmal ein Lager oder sowas? Anders kann ich mir das jetzt hier nicht vorstellen, dass die das ganze Zeug da drüber schleppen. So, gut, jetzt wäre erstmal dort die Verbindung gekappt und auch dort wären sie weg. Jetzt erstmal getrennt. Sehr schön. Katapult kann, glaube ich, nicht darüber schießen. Na komm, ich baue es einfach hier auch nochmal eins hin. Wie gesagt, Steine, Granit. Sollten wir mittlerweile genug haben. So, der funktioniert auch hier. Wahrscheinlich ist hier irgendwo im Hinterfeld noch irgendwas, was wir jetzt hier nicht sehen. Können wir gleich auch ein bisschen kürzer bauen, ja, die Wege da drunter. Fast eine gerade Strecke hier lang und nicht hier so hier zack, 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 zack und solche Späße. So, was ist denn jetzt? Ich hatte doch aber hier noch Erkunder hingeschickt. Bitte dann nochmal ein bisschen für Stimmung sorgen. Hier hinten, wenn man dort jetzt einen Katapult hinstellt, das dort hinten würde wahrscheinlich nicht erreichen. Aber das hier unten. Ja, ich weiß, es ist vielleicht für euch jetzt gerade so ein bisschen langweilig, wenn das hier so zaghaft losgeht, aber wie gesagt, wir haben nicht viel. Wir können wirklich nur jetzt hier ein paar Soldaten bauen und freikriegen, die dann auch gleich irgendwo hingehen, aber wie ist die Einstellung jetzt hier? Na gut, die kann man zumindest dann hier so hier machen, auf 1-1, vielleicht hört dann dieses Rumgespacke da auf, wie dann immer so sinnlos hin und her gehen. Eventuell so, da kommt erstmal nochmal ein Stein. Und die Besetzung und muss eigentlich auch direkt abschießen. Da hinten kommen jetzt die Erkunder. Ja, war das nicht zwei? Spektakulär, was es da zu sehen gibt. Da oben ist noch ein Berg, aber ich glaube, ja. Achso, kann das Katapult auch da drunter schießen? Oder warum haben wir das jetzt aufgefüllt? Dass das nicht dort runter schießt, das muss doch aber noch die Reichweite von dem sein. Oder sehe ich das falsch? So, bam, der ist weg.
So, das wäre auch fertig. Später haben wir es ein 5:30 ist es. Na gut. So, komm, mach's den Wachturm und den Platz. So, gut. Na gut, viel hat es jetzt nicht gebracht. Goldprobe zu gehen, ein bisschen nach oben. Ja, wie gesagt, ich brauche die Festung, um da an das Gold ranzukommen. Ah, ich glaube, die haben jetzt erstmal die Reste leer gemacht, ne, genau. Okay. Tja, das sieht alles nicht so schön aus. Diese Scheißfestung hier schneller fertig. Das kann doch echt nicht sein. Stellt euch mal vor, wir würden das ja ohne Beschleunigung spielen. Da wirst du ja ewig nicht fertig. Jetzt muss nur noch einer dort reingehen. Das würde dann vielleicht auch wieder 3 Jahre dauern. So ist. Oh, da kommt einer. Geht er da rein? Ja. So, jetzt können wir hier nochmal erkunden. Hoffnung, dass es hier noch irgendwie was Schönes gibt zum Abbauen. Und jetzt so das Ding, ich stelle das wieder auf Standard, also runter hier. Was haben wir eigentlich an Soldaten aktuell? Gut, 108, das ist schon ein bisschen was, aber wie gesagt, das sind ja auch die, die in irgendwelchen Gebäuden rumlungern. Das heißt ja nichts, die Anzahl. Das heißt ja bloß, dass wir x Generäle haben, aber die dann alle in irgendwelchen Gebäuden blockiert sind. Es wäre nämlich schön, wenn man dem Spiel sagen... Vielleicht werde ich mal gespeichert, oder geht das vielleicht doch? Halt. Das ist jetzt noch immer noch wegen rekrutiert. Dann habe ich jetzt hier schon Verteidigung. Maximum, weil die heute die stärkste Einheit verteidigt. Also es fehlt halt so eine Einstellung, wo ich sagen kann, hier, das im Prinzip... nur einfache Einheiten in die Gebäude reingehen. Wir bauen das Gold hier mal ab. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auf Dauer was bringt, wenn es da hinten ja auch noch Kohle. Eisen gefunden dort unten. Da gibt es noch so ein bisschen Kohle. Aber auch nicht viel. Da brauchen wir noch ein Kohlebergwerk hin. Das kann man auch nochmal abbauen. Da unten ist noch Eisen, aber ich glaube Eisen, das habe ich noch en masse hier, 178.
du dir ein Ziel erkundest. Warum schießt denn das Katapult nicht da drunter? Es kann doch echt nicht sein, dass das außerhalb der Reichweite ist. Das ist ja echt dumm hier. Richtige Stillstands-Patt-Situation. Da könnte ich angreifen, da könnte ich angreifen. Gut, hier unten, was hier unten ist, ist ja eh Wurst. Die Industrie, die ist ja alle... Das ist ja alles hier oben. Da gibt es wirklich noch Eisen hier hinten. Na komm, wir bauen noch mal ab. Die Nahrungsmittel, die wir noch alles eingelagert haben, die müssen ja auch noch mal irgendwie raus. Da haben wir... schon einiges. Sind jetzt hier reingegangen? Ja. Hier nochmal gucken. Da könnte ich mit einer Einheit angreifen, wenn ich das wollte. Ja, probieren es einfach mal. In der Hoffnung, dass dort ein luschiger Gegner drin ist. Ja. Einfach, wenn das hier mal ein bisschen weiter geht.